Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Wir sind nun Level 45, immer noch auf Schwierigkeitsgrad Meister. Und ich möchte kurz euch noch jetzt sagen, wir haben noch zwei von der Etappe 1 nicht gemacht. Und zwar töte einen Boss. Einen. Wahrscheinlich, ja. Und ich mag Glitzer, Juwelenschmied auf Stufe 5. Das können wir gleich mal machen. Dann haben wir das und dann besiegen wir noch einen Boss. Da unten. So. Ich mag Glitzer. Und jetzt gehen wir noch zu einem Boss. Was ist der leichteste Boss? Asmodan. Wir machen Asmodan. Ich müsste eventuell, wenn wir es nicht schaffen, weil er zu viel Schaden macht oder zu viel aushaltet, dann leider Schwierigkeitsgrad kurzfristig runter machen, aber das ist genau mal eine Challenge, wo unser Können unter Beweis stehen wird. Ja, könnte wirklich schwer werden, aber wir machen's, wir machen's. Dann haben wir Etappe 1 geschafft. Ich war leider einige Tage krank, also ich hatte recht starke Kopfschmerzen wegen Wetterumschwünge oder so, keine Ahnung wie das passieren konnte, weil es wurde auf plötzlich 30 Grad kälter, also es war fast 40 Grad und dann plötzlich nur noch 10 bis 20 Grad, also mindestens 30 Grad waren es schon und das hat mich ein bisschen sensibel gemacht und dadurch habe ich wahrscheinlich ein paar Viren bekommen, die mich zugesetzt haben. Aber jetzt bin ich ja wieder zurück mit auch einem neuen Projekt, Minecraft Singleplayer auf 1.9 und dem hier, dem Minecraft Projekt. Auch wieder ein bisschen besser, fitter vor allem, weil ich recht viel Sport mache und so viel draußen bin, bin ich halt manchmal einfach krank oder einfach demotiviert oder sonst irgendwas zum Aufnehmen, aber jetzt geht's mir wieder gut. Und jetzt machen wir Asmodan. So. Ja. Dankeschön, dass ihr noch schaut. Die Parts sind doch recht beliebt. Bei mindestens 15. Ja. Dass die Parts bei Aufrufen jetzt runtergehen, das ist klar, weil ja. Manche schauen erst nur die ersten Parts und nicht die anderen Parts dann und dran bleiben natürlich erst die Leute, die wirklich Interesse am Projekt haben. Und das sehe ich, haben wirklich noch recht viele Interesse. Sonst lasse ich es einfach noch laufen und vielleicht hat dann jemand Bock, der einfach später in den späteren Parts einsteigt. Und das ist viel zu leicht. Also das ist wirklich viel zu leicht gewesen. Den Bossen die Stirn bieten. Boss, Boss, wir brauchen Boss. Boss, Boss, wir brauchen Boss wie ein Boss. Wie viel Erfolg bekommen wir? Der Donkey Car hat der Großvater gefunden. Oh, das liebt ich. Den hatte ich wirklich oft gefunden in Diablo 2. Aber ich konnte ihn nicht gebrauchen, weil ich eher ein Druide war oder ein Paladin. Nein, Paladin nicht oft, aber eine Amazone. Anstelle von einem Barbar, der mit zwei Händen angegriffen hat. Also, das war ja damals noch möglich, zwei Hände zu tragen. Jetzt leider nicht mehr, aber das war cool mit zwei Großgrandvater. Ich war einfach nicht der Wirbler. Und der Raserei-Barbar war recht schwach in meinen Augen. Deshalb war ich eigentlich nie der Barbarenspieler. Aber ich mochte den Barbar. Er war eine tolle Klasse. Bis zu einem bestimmten Level war er richtig toll. So 24 Blutsplitter. Jetzt schauen wir mal, was müssen wir jetzt machen. Oh. Haben wir schon recht viele. Geschenke machen Freude. Röstet einen beliebigen Gleiter vollständig aus. Haben wir das noch nicht? Nur ein Hobby. Steigert die Ausbildungsstufe des Jahres auf 10. Also alles auf 10. Und dann erreiche Stufe 60. Also es ist relativ leicht auch gemacht.
Ich möchte noch kurz, was wollte ich noch kurz? Den Begleiter anschauen. Aha, das Amulett. Wir haben noch kein Amulett. Das nächste Amulett, das muss zum Begleiter. Gut, merken. So. Falls ihr auch Diablo 3 spielt und ihr eine gute Community habt, guten Clan, dann dürft ihr mir gerne eine Einladung schicken. Ja, Dragobase wird wahrscheinlich nicht ausreichen, damit ihr mich findet. Das ist so bei Blizzard. Da möchte ich euch kurz, ich glaube hier, ja, da oben steht mein Ding, dürft ihr mich gerne einladen. Ich gehe eigentlich raus aus dem Clan. Sagt mir einfach Bescheid per PN oder so auf YouTube oder in die Kommentare des Videos, dass ihr gerne einen Clan anzubieten habt, wo ich dann auch ein bisschen mehr Spaß habe oder so. Wäre richtig toll, wenn ihr einen hättet oder ihr jemandem sagen könntet, dass ich gerne einen Clan suche. Das wollte ich eigentlich gar nicht dorthin teleportieren mit dem Passiven, aber das war meine Rettung eigentlich. Es war gut. Ah, das geht so entspannt. Diablo 3 macht einfach mehr Spaß, wenn man so richtig kloppen kann. Gegner noch genug gut HP haben, aber selber nicht so viel Schaden machen und man eigentlich relativ viel reinhauen kann. So. Das wäre ein gutes Amulett für ihn. Ja. Das hat auch Stärke. Aha. Super. Jetzt hat er das Achievement. Oder ich habe das Achievement durch seine Ausrüstung. Ah, das ist so entspannt zu spielen. Ich liebe das und werde jetzt auch wieder viel mehr Parts bringen, weil ich einfach Spaß habe. Es kommt wieder jeden Tag mindestens ein Part. Würde ich hoffen. Wenn es halt nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann ist Minecraft schuld. Das Let's Play von Minecraft ist dann schuld. Ah, ich hau alle rein. Alles reinhauen. Und hier. Und hier. Ah, guten Tag. Möchte die auch eins auf die Fresse? Hä? So richtig kloppen. Oh. Ich merke, es geht mir richtig viel besser langsam wieder. Ah. Stelle die ganze Zeit Schmerzen zu haben, lieber mal ein bisschen ausruhen, schneller wieder von den Schmerzen erholen und dann wieder weiter Let's Playen. Als mit Schmerzen zu Let's Playen und ohne Konzentration und ist ein bisschen blöd gelaufen in den letzten Tagen, Wochen. So. Also ich war jetzt mehrere Tage eigentlich hintereinander krank. Ja, kurze Ausruhepausen hatte ich schon ha gehabt, aber ja, es war jetzt längere Zeit, dass ich einfach mir zu viel zugemutet habe für mein Immunsystem und dadurch schnell krank wurde. Weil ich rase manchmal so entlang beim Joggen oder beim Fußballspielen, dass so ein kleiner Wind eigentlich schon das Doppelte anrichten kann. Durch die Schnelligkeit, durch das ganze Ziehen. Bin ich, habe ich mal Ohrenschmerzen, da hatte ich mal Kopfschmerzen, da hatte ich mal Bauchschmerzen. Tja, so kann es gehen. So kann man sich eigentlich kaputt krank werden lassen. Naja. Aber je mehr krank man ist, desto mehr Immunsystem Zeugs-Dingspunkt haben wir. Und lieber einen Tag mag mehr krank sein, als die ganze Zeit krank sein. Und ich brauche es. Also ich bin ja einer, der recht viel Sport macht. Und auch einen Sportjob wieder bald habe. Halt das Kickboxen, nicht das Fußball. Aber Fußball kommt auch wieder sehr. Aber dafür brauche ich jetzt einfach wieder mehr Training. Da muss ich zuerst mal ins Training gehen natürlich. Anstelle immer alleine zu trainieren. Ja. So.
ist der Gelbe? Kein Gelber da, da. Der, die kleine Wespe ist der Gelbe. Man sieht es eigentlich besser bei den Dienern. Weil die Blauen haben keine Diener. Die sind ja drei, vier gleiche, die nicht Diener heißen. Weil es Champions sind. Keine Könige, keine Elite. So. Ja, was ist jetzt? Kommt immer mehr Gegner. Ai, du. Einen der nächsten Parts werde ich mal euch den Ding zeigen. Den Demon Hunter. Aber zuerst werde ich Level 70 werden. Und Konzentration liegt jetzt eher noch auf diesen Charakter. Weil die anderen zeige ich nicht voll oder so. Da zeige ich nur, wie ich gerade welchen spiele. Was ich erreicht habe mit denen und so. Als Abwechslung ein bisschen. So, nächster. Ich mag Hack and Slice. Ich liebe es, sie sogar. Ich bin am Path of Exile spielen, ich bin im Grimdawn spielen, ich bin im Sacred 2 spielen, ich bin am Diablo 3 spielen. Ich spiele einfach richtig viel Hack and Slice. Und auch Roguelikes oder sonst Sachen spiele ich auch gern. Aber Binding of Isaac schaue ich lieber. Ich bin einfach nicht so der konzentrierte Spieler für das. Da braucht man recht viel Konzentration, dass man nicht irgendwo in ein Geschoss reinläuft oder so. Dann spiele ich lieber so Roguelikes, wo man einfach ein Leben hat, aber nicht gezwungen wird, taktisch zu arbeiten oder so. Oder die Hack and Slays im Hardcore-Modus. Das ist auch Roguelike, sozusagen. So, zeigt mir mal, was ihr könnt da. Ihr habt ja nichts drauf, hey. Muss ich schon auf Qual erhöhen. Wollen wir auf Clan hoch? Clan. Wollen wir... Ah. Sorry, meine Konzentration ist am Arsch gerade. Was wollte ich jetzt sagen? Oh nein, nicht Split-Gegner wieder. Was ist das? Ey, Listen ist, genau. Ist das nervig? Das ist jetzt ein nerviger Gegner. Jetzt gut. So. Was wollte ich jetzt sagen? Qual, genau, Qual ist ein Clan. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Auf Clan, Qual 1. Und da kommen dann auch die Sets und alles Mögliche. Aber vor Level 70 bringt es halt einfach noch nicht so viel. Außer mehr EXP und mehr Gold und so. Mehr Blutsplitter. Dafür auch schwerere Gegner und sollte lieber auch ein bisschen einfache, also nicht zähe Gegner haben, anstelle von zu zähen Gegnern. Kein Vorwärtskommen. Shite, was ist denn los? Hä? Dürfte ich mal da erzählen? Sehr viel Schaden machen jetzt gerade. Und mehr den Weg versperren. Okay, okay. Ja, ihr wollt. Es kommt immer auf die Gegner darauf an, wie viel Schaden die machen. Aha, nochmals. Ach so. Machen wir den hier. Den 7 Schläge. Schlag. Jetzt haben wir ihn schon wieder weg vom Telefon. Ja, genau. Hey, habt ihr das gesehen?
Frechheit, ich war schon lange draußen, hab mich aber teleportiert. Das geht mal gar nicht. Buggy. Buggy Game, Gag, Buggy Game, halalala. So. Ah, freut mich, das wieder Diablo 3 zu spielen. Weil, eher auf Path of Exile war momentan. Auf Path of Exile Trip. Sozusagen. Also, 40, okay. Haben wir noch ein bisschen. Was wollen wir machen? Was könnten wir noch machen? Hier, fertig. Wir machen jetzt das Riff komplett. Nicht nur zum Boss. Und schauen da mal. Okay, schwächer. Das wäre besser, aber das ist wegen Woge des Lichts, Schadenserhöhung 15% eigentlich nicht so gut. Explodierende Hand. Das wäre etwas. Ja, ist nur Vitalität drauf. Tödliche Reichweite. Das. Ja. So. Mann, der findet Set-Items. Was ist denn mit dem los? Drei Set-Items. Aber nur schwache Sets. Ich glaube, Griff der Erde ist ein Set, der erlegte Set. Blackthorns ist ja eher so ein Unterelite-Set. Und Charakter-Set für alle. Und der kleine Schurke ist, glaube ich, ein Zweier-Set. Mit zwei Waffen. Auch nicht so high-end. Und mal schauen, was wir finden. Wahrscheinlich Wukongs zuerst. Ein Set-Teil von Wukongs. So. Okay, das haben wir auch. Oh. Oh, fetter Damage. Ha. Ich will mit dem Hammer schlagen. Ja. Das hilft uns sehr weiter. Aber Achtung, Flammenwerfer wieder. Wir könnten uns bald wieder richtig einheizen. Aber wir haben jetzt mehr Leben. Viel mehr Leben als vorher, das ist gut. Aha, jetzt kommen noch mehr. Ach so ist es. Ja. Wir verlieren recht schnell Leben, auch wenn wir mehr Leben haben. Weil die einfach viel zu viel Schaden machen für den Schwierigkeitsgrad. Ja. Keine Chance, ich kann denen nicht ausweichen. Unmöglich. Ich habe kein Ding, Geisteskraft, nix. Also ich kann denen nicht so gut aufladen. Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Da läuft mehr als nicht richtig. Zu viele Elite, zu viele Elite. Ich sterbe so oft, weil ich auf hohem Schwierigkeitsgrad spiele, das recht unfair, unbalanciert ist und alles mögliche. Und natürlich die Schnelligkeit auch zu wenig gute Items habe. Naja. Aber das macht Kick. Das tut mir echt richtig so ein bisschen Spaß bereiten. Das ist der Kick zu sterben. Egal, wir sind Männer, wir können immer wieder aufkommen. Wir geben nie auf. Ha. Ja, danke für so viel Schaden machen. Ja, sollten eins hoch, sollten wir lieber eins runterstellen, aber ich habe keinen Bock. Weil dann machen die Gegner noch mehr Schaden, ey Gott, oh, das geht noch gar nicht. Es sind überall schwere Gegner auf dieser Ding.
Überall. Auf dieser Ebene, überall. Also alle schwere Gegner, die ich hasse. Naja, außer Exorzisten fehlen noch. Exorzisten sind auch so Hassgegner für mich. Na gut. Ich wette, das ist eine große Ebene, wo dann am Ende das Ziel ist. Also, fertig Rift. Den Stein zurück in ein normales Leben. Nicht ganz. So, rein mit dir, Edelstein. Und gut, weiter geht's. Aha, schon die nächsten. Ach so, dann machen wir da mit Eile. Eile mit Weile. Der Heiltrank war zu schwach. Ah, Mann, die machen jetzt viel zu viel Schaden. So. Ja, mit Eile geht's schneller. Ende. Okay, wir hören jetzt auf. Ja, 30 Minuten sind erreicht. Ungefähr. Ja, noch nicht ganz, aber... Sonst, komme ich wirklich noch... Ja, wir hören jetzt auf. Nein, du kommst nicht. Wir gehen hier unten. Durchs Tepe. So. Es bringt nichts, wenn man dort rausgeht und dann von Gegnern gestoppt wird, unterbrochen wird. Wir haben kein Elite gefunden, also kein Legendary. Okay. So, und die da tun wir mal einfach vorläufig in die Kiste. Aha, die Items werden auch erst verzögert in die Kiste getan. Hm. Also an den zwei Toten war das selber schon. Sage ich jetzt mal so leicht. 6 sind's, glaube ich. Dann färben wir uns noch um. So. Das müssen wir auch machen. Im Let's Play muss das gemacht werden. Ja, schön rot. Weißt du, ganze Rüstung ist grün. Aber ich habe sie rot gefärbt. Ja, man sieht's. Also, was haben wir da Schlechtes? 40? 27? Ja, unbedingt. Handschuhe. Ja, danke schön. So, im nächsten Part müssen wir schauen, sonst müssen wir runterstellen. Weil momentan ist der Fortschritt der Gegner schneller, als wir stärker werden. Es bleibt nicht auf einem Schwierigkeitsgrad. Es wird plötzlich viel schwerer, weil die Gegner natürlich nicht richtig an den Levels angepasst ist. Oder wir einfach die Items nicht auf dem gleichen Level haben, wie jetzt dem Level 27 Handschuh und so. Noch. Und wir sind schon Level 48. Ja. Also im nächsten Part Kopfgeld. Im übernächsten Part wieder ein Rift. Also abwechseln. Tschüss. Dankeschön fürs Schauen.